Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Beim letzten Mal waren wir auf so einem kleinen Ausflug, um uns ein bisschen, zumindest wieder so ein bisschen Metall einzusammeln. Nicht viel, ein wenig, womit wir dann arbeiten können, um unser altes Metall zurückzuholen. Aber nun habe ich den Entschluss gefasst, wir möchten uns ein bisschen Pteranodon zähmen. Ich drücke erstmal wieder völlig die falschen Tasten. Will nämlich eigentlich ins Inventory und da gucke ich jetzt mal, ob ich... Auf was ich denn hier gehe? Gehe ich eventuell auf Wasser oder auf Essen oder Stamina? Lightning Speed, Torpor. Ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder auf Gesundheit fallen, oder? Oder auf Gewicht? Nicht auf Damage? Ich gehe mal wieder auf Gesundheit. 163 Punkte zu vergeben. Mein. Ist ja schon ein bisschen. Ach, mal, da können wir wieder schön Chitin farmen. Boxen wir gleich mal in die richtige Richtung hier. Zack. Zack. So. Nachts kann man sich auch gut Chitin farmen. Das finde ich ja sehr schnell. Das ist ein Dillo, der interessiert sich aber nicht für uns. Dann haben wir mal wieder seinen Kollegen hier. Zack. Jetzt, wo die Viecher gerade da sind, will ich mal eben hier ein bisschen Chitin anhäufen. Der Depp greift ja mich einfach an. Wo sind wir denn hier? Gonzo, geht's dir gut? Bist ja gar nicht Gonzo. Nee, du bist ja der Dude. Dude geht's gut. Das ist schön. Da ist der Brachio. Da hinten ist noch ein Trilo. Im Fliegen exkrementiert. Das ist ja sehr nett. So, dann versuche ich mal hier so ein... Oh. Das ging ja mal fix. So, das Inventory. Ich glaube, die essen Fleisch. Ich hoffe mal, das ist richtig. Mach die Augen zu, du bist bewusstlos. Natürlich jetzt auch sehr schlau gewesen, kein weiteres Narkotika mitzunehmen. Wir haben nur noch Beeren dabei, oder? Haben wir überhaupt noch Beeren? Wir haben gar nichts mehr. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hast du noch irgendwas dabei? Nee. Nicht mal Narco-Berries, gar nichts. Ja, ich glaube, das können wir eigentlich vergessen. Das funktioniert hier nicht. Das, tut mir leid. Da müssen wir erstmal nach Hause gehen und dort gucken. Damit wir uns auf dem Weg erstmal so ein bisschen, hier, lass mich doch mal ausreden. Damit wir uns auf dem Weg ein paar Narkobeeren holen können, um dann wieder Betäubungsmittel herzustellen. Dude folgt mir, das finde ich sehr nett. Laufen hier noch Trilobiten rum, die ich looten kann. Offensichtlich mal wieder nicht. Oder ist das da vorne so ein Kollege? Könnte auch nur Dreck sein. Ja, es ist so ein Kollege, okay. Das ist nur ein Fionia. Gut, Hallöchen, mein Freund. Ist zwar nicht viel Chitin, aber wenigstens etwas. Hier, 25 haben wir schon. Das reicht schon fast für ein Rüstungsteil. Zwar keine ganze Rüstung, aber immerhin schon mal ein Teil davon. Ist ja auch schon mal etwas. Da ist ja noch einer. Mein Gott, ist wieder Saison hier. Ah, das ist doch. Los, do it! Jawohl! Der Dude ist gut. Der Dude hat jetzt wieder ein Level up, wa? Jawohl. Da wird jetzt auf Leben gepusht, aber bis zum geht nicht mehr, glaub mal.
Der wird am Ende wieder noch mehr Leben als Gonzo haben. Und dann wird der Gonzo rächen. Ja. Er wird den Alpha Raptor auseinandernehmen, der uns umgebracht hat. Ja. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Ich kann mal gucken, ob hier irgendwo was rumkreucht und fleucht. Ein Dodo. Kein weiterer Dino. Ich mag in Ark die Nacht irgendwie nicht. Die ist mir zu ruhig. Da werde ich misstrauisch. Wenn es zu ruhig ist, werde ich immer misstrauisch. Hier läuft nichts rum. Ist da vorne noch ein Trilobit? Nein, diesmal ist das wirklich nur Dreck auf dem Boden. Da fliegt was rum. Soll mich aber nicht weiter kümmern. Der Dude kommt hier hoffentlich durch. Ja, das sieht sehr gut aus für den Dude. Jetzt sind wir auch schon bald wieder zu Hause. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Pteranodons nur ein Schlaf, also ein Betäubungspfeil fressen. Dieses Lecken hier drin, ich verstehe das nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob es an meiner Hardware liegt oder hat noch wer das Problem, dass sie ständig leckt? So zwischendurch mal. Ich habe das nämlich, glaube ich, offscreen auch. Das bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Überraschungsangriff. Dude. Okay. Dude, mach das. Dude ist gut. Ich sehe nichts. Ah. Er klatscht auch alles weg hier. Mann, Mann, Mann. So, wir halten uns jetzt hier mal auf den Außenbahnen. Weil auf den Innenbahnen sind wir schon mal einem Kano begegnet. Oder war das hier ungefähr? Das war, glaube ich, hier ungefähr. Sind wir einem Kano begegnet. Der wollte uns dann, ich will jetzt nicht sagen töten, sondern, auseinandernehmen. Aber gehörig. Mensch, 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 jetzt sind wir schon auf Level 43. Unglaublich. Wie schnell das dann doch geht. Ich hatte eigentlich gedacht, das dauert viel länger. Ne, wahr? Richtig. Der Dude folgt mir. Das finde ich sehr schön. Wir dürfen noch langsam mal ankommen, oder? Mal eben hier rüber lugen. Hallo? Hallo? Nichts Böses in Sicht. Nur ein Raptor. Blödes Ding. Da ist gerade so gar nichts. Pack mal die Picke wieder aus. Der Dude folgt mir. Am besten nicht hier durch. Halt, Kompanie, stopp. Ich gehe hier rum. Bitte folgen Sie mir jetzt. Und reißen Sie dabei nicht alles um und baggen Sie sich bitte nicht in Bäume fest. Aber ein neuer Morgen bricht an. Angeblich. Bei mir regnet es immer noch. Sonst passiert hier nicht viel. Und es leckt. In unregelmäßigen Abständen. Und da haben wir jetzt nicht so viel gesammelt, dann müssen wir da nochmal mit Dude durchs Geächt fegen und dort ein bisschen Narkobären rausholen. Dann Ausschau halten nach einem Pteranodon und den dann zähmen bis zur Unkenntlichkeit. Ja, das ist ein guter Plan. Zähmen bis zur Unkenntlichkeit, das heißt betäuben und Zwangsernährung. Mit Fleisch. Hä? Was ist jetzt kaputt? Ich bin erleuchtet! Ist jetzt Gewitter, aber Tag? Irgendwie harmoniert das nicht so. Mir ist kalt. Ein wenig.
Wo ist mein Haus? Aha. Hatte mich schon gewundert. Jetzt haben wir noch genug Essen, nicht wahr? Gucken wir nochmal. Jawohl, alles einmal schön durchgebraten. Das gefällt mir. 6 Öl, 35 Chitin. Chitinin. So, Kollege. Nee. Jetzt. Bleib mal gerade hier stehen. Ich bedanke mich. Besser. Regnet's rein? Nein. Gut. Wir brauchen wahrscheinlich noch Holz, ne? Erstmal packen wir hier noch. Noch, wenn es schon mal da ist, packen wir etwas Öl rein. Fiber brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir können uns sparen, eine Sichel zu machen. Das Flint packe ich jetzt einfach auch mal ganz stumpf hier rein. Miet müssten wir. 35. Was brauchen wir denn für so einen. Der Brustpanzer war, glaube ich, das teuerste, ne? Der. 25. 20. 12. 10. 15. Handschuhe haben wir schon. Wir müssen halt noch ein paar mehr Trilobiten weg. Bamsen. So, dann würde ich das Ding gerne anschmeißen. Dafür brauche ich jetzt das Holz daraus. Habe ich nämlich schon rausgenommen. Schlau wie ich bin. So. Dip darf jetzt brutzeln, bis das durch ist. Wir gehen während. Ah, das geht noch. Wir müssen langsam mal die Wände neu machen. Das ist. Wenn die Naturgewalten ausgesetzt sind, ist das nicht so schön. So. Ja, erstmal schön ein Abseil und dann folgst du mir. Hauen wir noch ein paar Büsche, gucken, dass wir da ein paar Narcoberries rauskriegen. Hier sind ja überall Steine, stimmt ja. Es hat aufgehört zu regnen. Wie schön. Dann fegen wir hier doch mal durch den Urwald. Um den Dicken zu betäuben, bin ich hier ja manuell hier durchgerannt. Mit bloßen Händen habe ich Narcoberries gesammelt. Nur damit ich den Dicken behalten kann. 5. Guter Anfang. 12. Baum. Eine. Holz. Vier. Fünf. Holz. Muss ja immer ein bisschen entspannen. Eben gucken. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö, insgesamt nicht. Holz. 2 Stück. Bäh. Zwei Stück. So, eigentlich sollte es in diesem Part ja hauptsächlich ums Zähmen gehen, aber ohne die passenden Materialien geht das natürlich auch nicht. Ein bisschen langsamer, dann hauen wir mal eben den da. So. Mal eben warten, bis er sich wieder ein bisschen erholt hat. Der Dude. Wäre der Dude jetzt hier ein Weibchen gewesen, hätte ich es einfach Dudeen genannt. 4, 6. Eine. Ich gucke jetzt auch gerade nur auf die Narcoberries, ne? Also alles andere ist mir gerade mal Wumpe. Die mir gerade am wichtigsten sind. Was anderes brauche ich nämlich gerade nicht. Muss ja, glaube ich, auch nicht so viel sein. Es ist halt. Ne, hast es halt da. Wieder 10. Sehr schön.
So. Dann folgen Sie mich. Dann nach Hause gehen, mache ich wieder im normalen Gehen, weil da kann der schneller rennen und es bewegt sich alles viel schneller. Kommt es einem viel schneller vor. Fizz or Torch? Nee. Dann lasse ich das da mal. Da sind jetzt auch alle Dinger durchgebrannt, ne? Von Holz. Das nehmen wir noch mit. Das können wir noch brauchen. Ja, immer mit der Ruhe. Hetz mich nicht. Der Ofen brennt noch. So, jetzt gehen wir mal eben hier. So, jetzt pack dich mal bitte dahin. Ich drücke immer falsch. Er rennt auch nicht wie ein Berserker durch die Gegend. Das finde ich mal sehr nett. Nehmen wir die mit. Die können wir dir meinetwegen geben. Die nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Dann noch mehr davon. Die nehmen wir mit. Rest kann er zum Fressen behalten. Das ist das Praktische bei so Triceratops. Die essen nicht viel Ungewöhnliches. Das heißt, es die sind relativ leicht zu handhaben. Das muss noch weiter brutzeln. Okay. Ja, ist jetzt die große Frage, was stellen wir mit dem ganzen Metall an? Ich wollte ja eigentlich, ich hatte ja noch andere Sachen vor. Das hatte ich ja hier noch alles vor. Da musste ich ja, ich musste ja Sachen sammeln. Wir brauchten das Keratin und so, das brauchen wir für ganz andere Sachen. Warte mal, wo ist das denn? Und Raptor-Sattel, den haben wir schon. Den Ramdon-Sattel, 75. Noch eine Kiste dafür, oder? Haben wir hier noch 5? Haben wir denn alle hingelegt? Warte mal, hier ist nichts, hier sind noch Steine. Packen wir mal die Steine zu. Setch, können wir eigentlich auch damit rein. So viel Setch. Haben wir hier noch was drin? Fiber, ein Stein, Wände. Nichts Brauchbares. Wo haben wir das ganze Zeug denn? War das echt nicht so viel? Oder haben wir das da blöderweise einfach mit reingepackt? Hier, warte mal. Nee. Aber noch einmal Gammelfleisch. Ist das hier drin? Hier sind die Chitin. Okay, das können wir gebrauchen. Das ist okay. Ach, hier ist noch Keratin. Okay, dann haben wir ja, glaube ich, fast genug zusammen für einen Sattel. Brauchen wir nur eigentlich nur noch das passende Viech. Aber jetzt mache ich hier erstmal, bevor das in Vergessenheit gerät und alles verdirbt, einen Haufen Drogen. So. Weil ich will jetzt natürlich so einem Viech auch nicht jedes Mal, wenn ich es weiter zwangsbetäuben will, einen Pfeil in den Kopf jagen. Das ist ja... Das macht man ja nicht. Flint. Habe ich noch Flint? Nee, auch schon. Alles weg. Kohle. Ja, Kohle und Flint brauchen wir, glaube ich. Kohle und Stein. Kohle und Flint. Irgendwas und irgendwas. Drogen. Sparkpowder und Kohle, genau. Aha. Dann packen wir das Setch und das Holz mal eben wieder hier rein. So. Einfach mal um Platz zu schaffen. Wir haben hier so viel Kram drin. Ist auch noch so viel Platz drin. Das finde ich sehr schön. Dann können wir die auch mal eben hier passend, wenn die einsortiert. Jawohl. Uns fehlen noch 4 Dings. Also entweder Chitin oder Keratin. Da müssen wir dann gucken, was wir uns da zusammen schustern. Raw Meat können wir zum Verfüttern nehmen. Hide. Packen wir auch mal hier rein. Sonst irgendwas? Dimberries, Narcoberry Seeds. Die Seeds brauchen wir eigentlich auch nicht. Die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Weil. Ja, einfach weil wir es nicht benutzen. So, ist jetzt eine komische Schildkröte, die wir vielleicht looten. Achso, wir müssen den Dude natürlich mitnehmen. Ansonsten artet das in Arbeit aus. Wenn wir uns da so eine Schildklöte Level 2 raussuchen, müssten die doch eigentlich auch irgendwo rumrennen, oder nicht? Die stampfen wahrscheinlich durch den Wald. Mies. Dude ist verwirrt, der... Ich sag ja, der ist dümmer als Gonzo. Ist zumindest also gefühlt so, ne, ob das jetzt...
Zombie da hinten rum. Ich brauche ein Fernglas, verdammt nochmal. Sieht aus wie etwas Großes, was etwas Kleineres reißt. Und jetzt ist der Felsen davor. Das ist natürlich sehr hilfreich beim Ausmachen der Situation. Jetzt gerade nur mal gucken gehen. So ums Eck linsen. Das sieht aus wie ein Triceratops. Hemm. Ja, okay. Eine Schildkröte kann ich hier jetzt nicht angreifen. Dann greifen nämlich die Kollegen ein. Und zeigen mich dann an. Wegen Körperverletzung. Oder Panzerverletzung, je nachdem. Ja, also muss ich jetzt, glaube ich, sagen, dass dieser Party sehr lame war. Wir haben außer Sachen gesammelt, haben wir, glaube ich, nichts gemacht. Wir wollten ja eigentlich zähmen, aber dazu kommen wir jetzt leider nicht mehr. Ja, dann müssen wir da hinten nochmal hinrennen und gucken, ob wir da ein Flugviech finden. Ja, wie gesagt, tut mir sehr leid. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zusehen. Und sage bis zum nächsten Part von Ark.